Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Beyond Divinity. Ich glaube, ich habe jetzt offscreen zwei, drei Spinnen getötet. Das tut mir leid, weil ich bin auf die Windows-Taste gekommen und naja, dadurch ist irgendwie die Aufnahme abgebrochen. Und noch was, das habt ihr natürlich jetzt schon gesehen. Ich habe vergessen, mich bei der letzten Aufnahme komplett zu entmuten. Das heißt, ich darf die ganze Sache nochmal nachkommentieren. Naja. Jetzt nehme ich erstmal wieder weiter auf, weil mir ist so langweilig. Ich habe nichts zu tun. Es ist schrecklich. Wenn ich doch wirklich irgendwas zu tun hätte. Aha. Hilfe! Es tut mir so weh! Bitte, irgendjemand, niemand! Hilfe! Ist denn niemand da, der mich herausholen kann? So. Ja, probieren wir es doch mal, dich da rauszuholen. Wieso dauert das Speichern aktuell so lange? Ich drücke und dann warte ich eigentlich, weil ich auf das Speichern warte, aber es kommt dann erst ziemlich spät. Oh, sprechende Spinnen, ja. Diese zweibeinigen Wesen sind wirklich genauso dumm, wie man es von ihnen behauptet. Wie leicht sie auf meine Illusion hereingefallen sind und mit welcher Blindheit sie in meine Falle getappt sind. Irgendwie. Was jetzt? Oh, das war irgendein Bug, okay. Ich dachte schon. Oh, jetzt ist in dem Karton was drin. Zubehör verfallen. Ah, den will ich jetzt noch nicht anklicken. Erstmal wollen wir das Event triggern hier. Erledigt. So, ich hatte das Spiel angehalten. Deswegen, ich habe mich schon gewundert. So. F4, speichern. So. Große Erinnerung. Was? Erinnerungstrank? Küchenmesser der Anmut. Okay. Ja, sprechende Spinnen, ne? Das sieht interessant aus. Spinnenkokon enthält nichts. Der
Zeit oder was? Obwohl irgendwo die entlaufene Spinne ist. Diener des Spinnenpriesters. Rachaya, unsere Göttin, nimm dieses bescheidene Opfer deiner ewigen Diener an. Nimm das Blut dieses unwürdigen Imps als Zeichen unserer Hingabe. Lass dir zeigen, Göttin, wie deine Spinnendiener wieder eine stolze und reine Rasse geworden sind. Und mir als dein Priester und Diener, der sie anführt, bitte nimm diese Gabe an, Rachaya. Was ist das? Wer stört unsere Zeremonie? Tötet sie, Brüder. Tötet diese Feinde unserer Rasse und opfert sie im Namen unserer Göttin. Spinnenpriester hin oder her, stirb einfach. Langsam könnte ich eigentlich mal wieder ein Level aufsteigen, finde ich. Fällt gerade ein. Achso, ich muss das schon pflanzen. Ich habe schon lange nichts mehr gegessen. Ne? Für kostenlose Heilung sollte ich mal aufpassen, dass ich die auch mal öfters wieder nutze. So. Irgendwas ist kaputt gegangen. Was ist das? Ernsthaft jetzt schon? Bogenstab der Heilung? Wie weit ist es denn noch bis zum Level up? Ich müsste bald da sein, okay. Ist nämlich echt nervig, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit kein Level up kriege. Weil mit dem Level up kann ich nämlich endlich den richtigen nächsten Stab tragen. Spinne.
Natürlich noch einer. Schwachen Gegner, Tiwa. Dass sie immer abhauen, ich weiß ja nicht. Ja komm, töte die Spinne. Okay. Schon erwähnt, ich glaube, dass ich bald Level Up habe, deswegen bin ich jetzt nicht mehr so versessen darauf. Klar, Giftkristall, interessant. Mich unbedingt nochmal zu heilen. Kann ich in dem Beutel die Dinger ändern? Was habe ich denn drinne? Mittlerer Knochenkristall, ja. Dann machen wir mal den Wasserkristall raus und machen dafür den Giftkristall rein. Ist, glaube ich, im Moment einfach nützlicher. So. So, offenes Fass, Fass, Fass. Ist nichts drin überall. Hier ist was drin. Eine Mahlzeit. Ach, es gerechnet auch noch einen von den schwierigen. Da ist ein Eingang. Wollen wir da jetzt als erstes reingehen? Ja, komm. Einsiedler. Buch. Warnung, es ist heiß bei Redfingrix. Wenn du durch die Wälder des grauen Staubs gehst, schau nach rechts und nach links, um Dinge zu sammeln. Etwas, was du findest, wenn du einen roten leuchtenden Stein findest, der sich warm anfühlt. Achso, manchmal findet man einen roten, roten leuchtenden Stein, der sich warm anfühlt. Worte der Warnung. Behalte deine Finger bei dir. Pack den Stein in deine Tasche und bekomme eine feuchte Überraschung. Oder Nasty, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was Nasty heißt. Die ganzen Katzen hier, ey. Die Götter müssen dich geschickt haben. Wirst du altem Imp vielleicht helfen? Lebe ich hier schon sehr lange, weißt du? Sehr lange. Aber jetzt haben sich die Spinnen verändert. Bedrohenhaus eines alten Einsiedlers. Bin hier nicht mehr sicher. Weiß nicht, jetzt weiß zwar nicht warum, aber die Spinnen scheinen überlegter vorzugehen. Und sie sind stärker. Fast schon eine Armee. Warum verlässt ihr euer Zuhause nicht? Nein, werde zu Hause nie verlassen. Niemals. Wo sollte ein alter Einsiedler hingehen? Habe keine Freunde, keine Familie. Nur diesen bescheidenen Ort hier im Wald. Möchte hier bleiben, aber nicht von Spinnen gefressen werden. Brauche ich Schutz? Hier in der Nähe muss magisches Amulett sein. Jedoch zu gefährlich für alten Imp, dorthin zu gehen. Amulett würde Imp gegen Spinnenbisse schützen. Imp würde überleben. Kannst du Amulett in Höhle suchen? Ganz in der Nähe? In Ordnung, ich werde nach dem Amulett suchen. Kann ich mich hier ausruhen? Du bekommst immer einen Platz zum Schlafen. Okay. Kannst du mir etwas beibringen? Schamanen, Zauber, Natur, Insekten, Schirm, Erdbeben, Hammer, was weiß ich.
das sich lohnt, keine Ahnung. So, du hast 2900 Gold. Hast du irgendwas Nützliches? Handschuhe, Bonusstärke auf Mana. Was hab ich? Ach, nee, vergiss es. Knochenhandschuhe, okay. Amulett des Löwen. Konstitution überleben, okay. Was habe ich für ein Amulett? Wo bist du da? Regeneration, Lebenskraft 20, ausweichen. Bin mir jetzt aber nicht sicher, ob das mein Amulett ist oder das vom Todesritter. Scheint schon mein Amulett zu sein. Sicht und Mana. Rüstung, Regeneration, Lebenskraft, Bonus auf Ausweichen. Rüstung, Initiative, Knochenresistenz, Bonus auf Überleben, Bonus auf Konstitution, Bonus auf Sicht, Bonus auf Warnung, Bonus auf Mana. Eigentlich klingt das schon besser. Ich glaube, das nehme ich. Gut, okay. Was kann ich denn alles Schönes verkaufen? Ich sollte endlich mal identifizieren, weiterskillen, aber ich kann ja nicht. Das werde ich dem Todesritter beibringen. Weidenstab des Succubus. Die Schärpe kann weg. Küchenmesser der Anmut kann weg. Erstmal das, was schwer ist. Ich weiß, ich habe da noch diese Fallen. Rüstung trägt natürlich eine Menge Gewicht, ne? Und solange ich sie identifiziert habe. Aber das ist leider nicht bei sehr vielen Teilen meiner Rüstung der Fall. So. Ich glaube, jetzt habe ich schon alles, was ich identifiziert habe, abgegeben. Ja, gut, dann das noch nicht reicht. Kommen wir jetzt auf andere Mittel zu sprechen. Wie zum Beispiel das da. Wie, jetzt das reicht noch nicht? Jetzt bin ich aber überrascht. Ausdauertrank. Brauche ich nicht. Dann habe ich auch Rubine, Rubin, Smaragd, Rubin. Das reicht immer noch nicht, okay. Doch sicher noch einigen Schrott, den ich hier nicht brauche. Bernsteine. Ja, die Flaschen. Flaschen ohne Ende und so. Jetzt wird es echt kritisch. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dass ich so wenig habe. Weidenstab der Succubus, den will ich aber nicht verkaufen. Dann machen wir halt den hier noch mit rein. Dann kann ich es mir mindestens mehr leisten, wenn ich euch mischische Pflanzen noch reinhaue. Die will ich ja sowieso loswerden. Es reicht immer noch nicht. Komm schon. Hier ist doch garantiert noch irgendwas. Käse. Okay. Das werde ich jetzt erstmal tauschen. Knochenamulett des Löwen. So.
Seite Todesritter an. Bonus auf Glück und Bonus auf Stärke. Da kannst du mein Eisenamulett jetzt haben. So. Ja. Der hat mich ganz schön ausgenommen, der Kerl.